seien in einem orthonormierten Bezugssystem die Punkte A mit Koordinate 0, 2, 1, B mit Koordinate minus 1, 1, 3 und die Ebenen Alpha mit kartesischer Gleichung x plus 5, y plus 9, z minus 13 gleich 0 und Beta mit kartesischer Gleichung 3x plus k mal y minus 5z plus 1 gleich 0, wo k ein reeller Parameter ist. Bestimme den Wert von k so, dass die Gerade AB die Schnittgerade von Alpha und Beta schneidet. Hier ist die Ebene Alpha angegeben durch ihre kartesische Gleichung. Hier ist die Ebene Beta ebenfalls angegeben durch ihre kartesische Gleichung. Und hier sind die zwei Punkte A und B angegeben durch ihre Koordinaten. Um den Auftrag zu erledigen, werden wir zuerst den Schnittpunkt der Geraden AB und der Ebenen Alpha bestimmen und hinterher werden wir ausdrücken, dass dieser Schnittpunkt ebenfalls zur Ebene Beta gehört. Wir suchen also zuerst zwei kartesische Gleichungen der Geraden AB. Dazu brauchen wir einen Punkt der Geraden, wir haben sogar zwei, und einen Richtungsvektor der Geraden. Da könnte man den Vektor AB nehmen, Vektor AB, dessen Koordinate berechnet wird durch die von B minus die von A. Daher diese Koordinate minus 1, minus 1, 2 dieses Vektors AB. Als Punkt der Geraden habe ich den Punkt A gewählt und als Richtungsvektor der Geraden habe ich den Vektor BA gewählt. So hat man ein Minuszeichen weniger. Und somit können wir kartesische Gleichungen von AB erstellen. Man schreibt immer x minus auf gleich y minus auf gleich z minus auf. Hinter den drei Minuszeichen schreiben wir die Koordinate von einem Punkt der Geraden, hier also 0, 2, 1. 0, 2, 1. Und als Nenner schreiben wir die Koordinate von einem Richtungsvektor der Geraden. Die Koordinate vom Richtungsvektor BA ist 1, 1, minus 2. 1, 1, minus 2. Die Gleichheit vom ersten und vom zweiten Bruch führt sofort zu dieser kartesischen Gleichung der Geraden AB und die Gleichheit vom ersten und vom dritten Bruch führt zu dieser kartesischen Gleichung der Geraden AB. Jetzt bestimmen wir den Schnittpunkt der Geraden AB mit der Ebene Alpha und nennen diesen Punkt S. Die Koordinate von S muss diese kartesischen Gleichungen von AB erfüllen, weil dieser Punkt auf der Geraden AB liegt. Die Koordinate von S muss aber auch die kartesische Gleichung von Alpha erfüllen, weil dieser Punkt S in der Ebene Alpha liegt. Und somit ist die Koordinate von S die Lösung von diesem Gleichungssystem. Die Gleichung 1 führt sofort zu y gleich x plus 2. Die zweite Gleichung führt zu z gleich minus 2x plus 1. Und wenn wir in der dritten Gleichung y durch x plus 2 ersetzen und z durch minus 2x plus 1 ersetzen, so erhalten wir diese Gleichung mit einziger Unbekannten x. Diese Gleichung führt sehr schnell zu minus 12x plus 6 gleich 0, das heißt x gleich ein halbes. Wenn x ein halbes ist, dann ist y ein halbes plus 2, also 5 halbe. Und wenn x ein halbes ist, dann ist z minus 2 mal ein halbes plus 1, das heißt 0. Somit haben wir die Koordinate vom Schnittpunkt der Geraden AB mit der Ebene Alpha gefunden. Dieser Punkt S gehört ebenfalls zur Ebene Beta, dann und genau dann, wenn seine Koordinate
die kartesische Gleichung von beta erfüllt, was also bedeutet, s ist Element der Ebene beta, dann und genau dann, wenn 3 mal die Abszisse ein halbes plus k mal die Ordinate 5 halbe minus 5 mal das Lot 0 plus 1 0 ergibt. Und so erhalten wir diese Gleichung mit unbekannter k. Diese Gleichung führt sofort zu 5 halbe k plus 5 halbe gleich 0 und demzufolge ist k gleich minus 1.